Hallihallo, meine Wunderhübschen, und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Cat Green. Heute zu einer klitzekleinen Produktvorstellung. Ein Produkt, was ich selbst entdeckt habe, und zwar ist es ein Produkt aus der Naturkosmetik. Wer mich kennt, weiß, oder wer ein paar Videos von mir schon verfolgt hat, der weiß, dass ich nicht unbedingt so ein Fan von Naturkosmetik bin. Ich finde es ganz, ganz toll, das muss ich gleich mal zu Beginn sagen, dass Naturkosmetik wirklich auf Tierversuche verzichtet, dass sie auf chemische Inhaltsstoffe verzichten, dass die Produkte, die im Prinzip hergestellt werden, auf natürlicher Basis entstehen und ja, es auch auf Verpackung geachtet wird, dass darauf geachtet wird, dass der Umwelt nicht so sehr geschädigt wird, ja? Dass die Umwelt nicht so sehr geschädigt wird. Das finde ich alles ganz, ganz toll. Aber bei mir ist es leider, leider so, ganz oft, dass wenn ich ein Produkt der Naturkosmetik probiere, dass ich oft mir irgendwas auf den Handrücken gebe und dann kommt dieser typische, ich will nicht sagen ökige, also so ein typischer Öko-Geruch, wo ich denke, das könnte ich mir niemals ins Gesicht schmieren, das könnte ich niemals als Handcreme verwenden und so weiter. Sowas denke ich dann. Es ist einfach ganz, ganz oft, dass mich der Geruch abstößt, ja? Oder dass ich das Gefühl habe, das Produkt ist vielleicht nicht genügend haltbar, weil vielleicht nicht genügend Konservierungsstoffe drin sind, was ja gut ist, ja? Aber ich habe zum Beispiel bei Ölen aus der Naturkosmetik oft gemerkt, dass sie sehr schnell ranzig werden, was ja wohl gut ist, aber es ist halt schade, dann hat man nicht so viel von dem Produkt. Ich habe gespürt, dass Cremes manchmal einfach an ihre wässrigen und festen Bestandteile zerfallen. Passiert so bei normalen Cremes nicht, aber bei Naturkosmetik passiert das sehr, sehr gut, sehr, sehr häufig. Das ist sicherlich sehr, sehr gut, dass nicht so viele chemische Zusatzstoffe da drin sind. Das finde ich auch toll, aber eben wie gesagt, ich vertraue dann nicht so richtig auf diese Marke. Ich vertraue dann nicht so richtig auf das Produkt, dass es auch wirklich eine gute Wirkung hat, wenn es so schnell schlecht wird, wenn es so schnell zerfällt, wenn es so schnell ranzig riecht. Ich weiß nicht, mich stößt das irgendwie so ein bisschen ab, leider. Ich ärgere mich dann selber darüber, aber ich will euch heute mal von einem Produkt erzählen. Und zwar ist das ein Serum, was ich entdeckt habe. Ich halte es euch mal in die Kamera. Und zwar von Hildegard Braukmann Vitamin Hydro Serum. Das ist Kräuterkosmetik. Hier steht noch Emosi drauf. Das wird sicherlich die Reihe sein. Die Reihe Emosi. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein... Na, das müssen wir mal so machen. Da gibt es noch eine Gesichtscreme und noch viele andere Sachen auch. Und dieses Serum habe ich einfach gedacht, okay, du probierst es mal aus. Ich habe dann mir eine Probe geben lassen im Laden und habe dieses Serum dann abends aufgetragen, nachdem ich das Gesicht gereinigt habe. Und ich muss sagen, es riecht toll. Ich habe es jetzt schon, glaube ich, seit 2 oder 3 Wochen. Ich habe es auch regelmäßig jetzt schon benutzt. Es riecht toll, es hat eine tolle Konsistenz und ich habe wirklich auch das Gefühl, es tut was für meine Haut. Für meine Haut. Ich kann jetzt wirklich nur von meiner Haut sprechen. Ich demonstriere euch das mal auf dem Handrücken. Also hier. Und dann drückt man aus diesem kleinen Fläschchen, ich stelle es euch nochmal hin und sage euch, es sind 30 Milliliter drin. 9 Monate haltbar steht drauf. Und ich gebe jetzt mal hier so einen Tropfen. Der läuft so ganz leicht runter. Hat einen ganz zarten... Was soll ich sagen? Es ist kein Rosenduft, nein. Es ist ein sehr fruchtiger, angenehmer Duft. Und wenn ich dieses Serum auf der Haut verstreiche, speziell auch im Gesicht, dann zieht es unheimlich schnell ein. Es zieht unheimlich schnell ein und es hinterlässt einen ganz zarten, angenehmen, gepflegten Film auf der Haut, der aber dann auch, wenn es ein paar Minuten angetrocknet ist, auch eigentlich komplett verschwunden ist. Man kann es morgens anwenden, man kann es abends anwenden, man kann es auch morgens und abends beides anwenden. Und ich habe es sowohl morgens als auch abends verwendet und ich habe auch gemerkt, man kann auch danach die ganz normale Tagespflege draufgeben und Make-up und Primer, alles was man möchte. Ne? Also ich merke jetzt schon, es ist langsam eingezogen in die Haut. Wenn ich jetzt noch 3 bis 4 Minuten warte, also nochmal, wenn ich jetzt ein paar Minuten warte, dann wird es ganz in die Haut verschwunden sein und man hat überhaupt kein, also ihr merkt schon, ich schnuppere immer da dran,
weil es einfach wirklich angenehm gepflegt riecht. Es ist wirklich ein toller Duft. Ja, und wenn man dann noch ein Weilchen wartet, zieht es richtig in die Haut ein. Es ist angenehm, es ist wirklich nicht schwer auf der Haut und man hat auch nicht das Gefühl, man bleibt am Kopfkissen kleben. Ja, das ist ja manchmal so ein bisschen, bei einigen Serien ist es ja immer so das Problem, dass man das Gefühl hat, man sieht gleich ganz fettig aus und hat zwar einen tollen Pflegeeffekt, aber das ist bei diesem überhaupt nicht. Ihr seht, es ist jetzt in die Haut eingezogen und im Vergleich zu meiner anderen Hand, wo nichts aufgetragen ist, sieht es eigentlich ähnlich aus. Der Pflegeeffekt, den spüre ich natürlich hier viel, viel mehr. Es ist wirklich, als ob der Haut Feuchtigkeit zugeführt wird und ja, es ist einfach wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Ich lese euch nochmal vor, was da hinten drauf steht. Und zwar steht hier seidiges, hydroaktives Pflegekonzentrat mit Vitaminen und Q10. Anwendung morgens und abends nach der Reinigung unter der gewohnten Pflege auftragen. Ja, es ist in Deutschland hergestellt. Wenn man es öffnet, kann man es noch 9 Monate verwenden. Also ich werde mir dann im Herbst, wenn es so lange reicht, ich werde mal schauen, bestimmt ein neues kaufen. Also mir gefällt das unheimlich gut. Ich möchte euch das unbedingt ans Herz legen. Wer Naturkosmetik mag, wer Serum mag, wer Feuchtigkeit in der Haut mag, ich kann das euch wirklich nur ans Herz legen. Lasst euch mal eine Probe geben oder ihr probiert es selbst mal aus im Laden, im Geschäft und entscheidet einfach selbst, ob das vielleicht was für euch sein könnte. Für mich ist es auf jeden Fall was, dieses hübsche kleine Fläschchen. Also ja, wie gesagt, ich tue jetzt was jeden Abend und jeden Morgen für meine Haut, damit die Feuchtigkeit wirklich schön in der Haut ist, damit die Haut schön prall und ja, und gesund aussieht sozusagen. Und das versuche ich jetzt wirklich mit diesem Serum. Und wie gesagt, das ist eine Empfehlung von mir. Und wer es auch kennt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Vielleicht hat das auch schon jemand von euch in Verwendung und kann darüber ein bisschen berichten. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen länger testen. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich noch mal dazu was sagen möchte oder noch mal eine Review machen möchte, dann werde ich das sicherlich noch mal tun. Oder es landet früher oder später im Aufgebraucht-Video und dann erzähle ich so oder so noch was drüber. So, das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat diese kleine Produktempfehlung gefallen. Die Empfehlungen, die ich euch gebe, die basieren wirklich komplett immer auf meiner persönlichen Meinung. Ich würde niemals euch irgendwas empfehlen, wo ich der Meinung bin, das würde ich jetzt nicht kaufen. Da bin ich ehrlich genug und ich weiß, dass es auch auf dem Markt viele Produkte gibt, die nicht so unbedingt empfehlenswert sind oder die ich jetzt persönlich nicht empfehlen würde und dann tue ich das auch nicht. Aber bei Produkten, die ich jetzt entdeckt habe oder wo ich denke, Mensch, das ist toll, vielleicht kennt das irgendjemand noch nicht, das möchte ich gerne einfach weitergeben, das möchte ich gerne einfach teilen und ja, schön sein kann jede Frau, jeder Mann und ich denke, man muss nur einfach, wenn man ein gewisses Alter hat, muss man einfach irgendwas dafür tun und ja, ich tue das jetzt regelmäßig und freue mich wirklich, dass ich das gefunden habe und ich hoffe, ihr freut euch auch. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, pflegt eure Haut schön, tut euch auch mal am Tage irgendwas Gutes und wir sehen uns demnächst wieder bei einem neuen Video. Mm-hmm.